Happy Birthday, liebe Fische, habt ihr das gesehen? Danke, danke, lieber Steffen. Steffen hat uns rote Herzchen geschmissen für die Geburtstagskinder, die liebenvollen Fische und auch die Februarfische. Ne? Nicht, dass ich es vergesse, ich fange nur immer mit dem Monat an. Ne? Auch die Februarfische, alles, alles Liebe noch von mir zum Geburtstag. Ne? Glück, Liebe, alles, was ihr euch wünscht. Und dafür gibt es rote Herzen, das werden wir jetzt öfters machen bei jedem, der Geburtstag hat. So, meine lieben Fische. Achso, das ist natürlich auch für Fische-Aszendenten. Und solltest du dein Mond- oder Venuszeichen in den Fischen haben, schau es dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Es ist ein allgemeines Reading, schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Webseite. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Ich war schon zu schnell. Daher dreht's euch bitte um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Ich sag euch, das sind die Energien. Auch den Fischen geht's nicht anders, ja? Also, wir haben ja jetzt Neumond in den Fischen gehabt, ne? Das war ein ganz präsenter Neumond. Manifestiert und dann kommt Pluto, also Pluto ist im Wassermann. So, das ist ja diese Wende, ja? So, und dann kommt am 7. März, genau mein Geburtstag, meine Süßen, ich gehe gleich in Deckung, ja, ich bin gleich gar nicht da. Nein, es wird eine gute Zeit. Kommt der Saturn in die Fische, das ist Wahnsinn. Der bleibt für die nächsten 2,5 Jahre an den Fischen und das ist so, Realist trifft auf Träumer. Jetzt geht es darum, wir haben ganz, ganz viele Träume und wie können die in die Wirklichkeit gebracht werden, in die Realität. Saturn kann uns dabei helfen. Saturn zeigt uns den Weg dazu, zeigt uns, so geht das. Ja? Es gibt nichts mehr zurückweichen, jetzt musst du Verantwortung übernehmen. Jetzt nehmen wir, das gerade die Fische, Verantwortung übernehmen. Ja? Das werden wir tun, wir werden diesen Weg gehen, ja? Wir werden uns trauen. Und es ist auch so, Authentizität, ganz wichtig, sei wer du bist, zeig wer du bist. Karma ist so, was strahlst du aus, das kriegst du zurück, sei einfach wer du bist. Folge dir, vertrau dir wieder. Und es wird eine gute Zeit. Freut euch drauf. Es wird eine friedliche Zeit. Frieden, das ist so in unseren Köpfen drin und das soll auch kommen. Ja? Und das müssen wir auch immer ausstrahlen. Denn sowas, was jetzt ist, das darf nicht passieren. Und ihr seid genauso. Also ihr denkt ja so, ne? Dass viel Frieden reinkommen soll. Und das ist eine schöne Energie. Meine Lieben, was ist das Thema des Monats für euch? Was ist das Thema im März für die lieben Fische? Was ist das Thema des Monats im März für die lieben Fische? Ich bin gespannt. Was kommt? Auf was dürft ihr euch freuen? Was ist wichtig? Ich würde jetzt mich ja wahnsinnig freuen, wenn ihr mal mit mir reden würdet. Ja? Also, ne? Bitte, bitte. Meine lieben Fische, was ist das Thema des Monats für... Wow, dankeschön, dankeschön. Ne? Was haben wir denn? Ja, das kann ja mal passieren, sag ich mal so. Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Ja, man geht schon so vorwärts. Das ist genau das. Du hast Träume. So. Und du träumst davon. Fische träumen ja auch gern davon. So, aber jetzt musst du die Wohlfühlzone mal verlassen, weil die wollen ja jetzt realisiert werden. Saturn pusht dich schon. Ja, jetzt mach mal. Ja, übernimm Verantwortung. Jetzt, so geht das. Und jetzt folge mal dem. Ja? Ach, und Manifestation ist noch wichtig, ich vergesse, das muss ich euch auch noch sagen. Das ist so, die Zeitqualität Fisch ist ja so auch ein bisschen Unendlichkeit und das ist ja auch diese Spiritualität mit verein. Was du manifestierst, was du dir wünschst, das kann jetzt alles in Erfüllung gehen, überleg ganz genau, was du dir wünschst. Ja? Das ist, ja. Es wird spannend, es wird so spannend. Wohlfühlzone, ja, ja. Ich reg ja da immer mit. Ne? Ich muss ja immer da schön lachen, wenn es kommt. Ja, manchmal ist das so, ja. Ja, was ist denn jetzt die Energie dazu? Also keiner redet heute mit mir. Was ist denn heute los mit euch? Ja. Mhm. Ja, stimmt ja eigentlich. Lebe für die Momente, die du nicht in Worte fassen kannst. Ihr wisst, was ich jetzt sage. Wow, ja. Lebt doch mal für die Momente in der Gegenwart. Nicht zu viel träumen, nicht viel das. Mach aus dem, was da ist, eine Realität. Verlass die Wohlfühlzone, ja? Geh mal raus und jetzt verfolge mal das, was schon lange in deinem Kopf ist, weil du hast jemand an deiner Seite mit Saturn, der dir zeigt, hier, komm. Wenn du eine Verantwortung übernimmst, dann kannst du daraus was ganz Großes machen.
Ja, und dann hast du Wow-Momente. Nicht zu weit denken. Immer wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und dann läuft das. Eieiei, meine lieben Fische, hier geht's aufwärts. Hm? Was sagen die Feen zu euch? Was sagen die Feen zu euch? Was sagen die Feen zu euch? Ja, ja. Ui, naja. Gut, dann gucken wir mal. 6. des Winters, positive Veränderungen stehen an. Reisen, Umzug, so geht's aus. Kann sein, ihr zieht um. Also hier passiert was Großes. Ich habe als erstes die Gerechtigkeit. Nimm dir Zeit, die Einzelheiten nochmal genau zu betrachten. Zu guter Letzt wirst du gewinnen, faire und objektive Entscheidungen. Ja, vielleicht ist da irgendwas, was noch bei euch kreiselt. Und wo ihr sagt, ich weiß es noch nicht und ich möchte hier eine faire Entscheidung haben. Kann in allen Bereichen sein, ja. Aber du wirst fair entscheiden. Das ist eine große Karte und da wirst du fair entscheiden. Ja, und dann kommt das, was hier ist, tritt aus deiner Wurzel. Ja, es ist so. 8 des Winters. Du hast das Zeug dazu, wenn du nur an dich glaubst. Du denkst, du bist machtlos, doch das stimmt nicht. Ein Mangel an Selbstvertrauen, das kann alther sein, hält dich davon ab, zu bekommen, was du dir wünschst. Du bist wundervoll. Du bist was ganz Besonderes. Und du bist genau richtig, wie du bist. Genau richtig. Du darfst träumen. Ja. Aber jetzt bist du aufgefordert, deinen Träumen mal Nahrung zu geben und sie Realität werden zu lassen. Weil du hast das Zeug dazu, weil du ein wundervoller Mensch bist, weil du inspiriert bist, weil du viel Kreativität in dir hast und weil das einfach raus muss. Und du trittst aus der Wohlfühlzone. Du wirst raustreten. Die 6 des Sommers. Personen oder Liebesbeziehungen aus deiner Vergangenheit kommen zurück. Ja, ich sag mal so. Da sage ich immer so, das kann sein, dass du jetzt dich traust, deine Kindheitsträume wieder zu erfüllen. Dass du vielleicht einen neuen Weg gehen musst. Da musst du eine faire Entscheidung treffen. Du willst auch niemanden verletzen. Weil das ist dein Wesen, ja. Und vielleicht willst du weiter weggehen. Ja? Es muss eine faire Entscheidung getroffen werden. Und hier ist es so, das gucken wir uns an, entweder kommt wieder jemand in dein Leben, das kann durchaus sein, eine Liebesbeziehung aus der Vergangenheit. Oder es ist ganz einfach so, dass Menschen aus der Vergangenheit wieder in dein Leben treten und vielleicht deine Pläne und Träume mit unterstützen. Das muss man sehen. Ja? Aber du hast das Zeug, du bist wundervoll. Die Acht ist immer so, geh da raus, zeig, wer du bist. Und voriges Jahr war das schon so, du sollst zeigen, wer du bist. Und jetzt zeig, wer du bist. Du kannst es. Was sagt das Tarot zu euch? Was sagt das Tarot zu dem Fischen? Naja, da fällt gleich mal die Königin der Kelche. Es fängt gut an. Was haben wir denn alles? 3, 4. Eieiei. Noch eine bitte. 5. Ach, meine Fischis. Ha? So, ich muss erst mal gucken, was wir alles haben. Die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche, das ist sehr spannend, schaut in den Tod. Versteht mich nicht falsch, ne? Hier muss was beendet werden und das ist faire, gerechte Entscheidung und das ist hier positive Veränderungen stehen an. Hier muss was Altes beendet werden. Ihr habt viel zu lange an irgendwas drinne gehangen. Der Weg weiterzugehen, da war vielleicht das Selbstvertrauen noch nicht gestärkt, da sind noch alte Glaubenssätze mit euch und ah, das geht nicht und das nicht und das nicht. Der Tod ist immer so, du reitest der Sonne wieder entgegen. Du wirst anders agieren. Du bist sehr liebevoll, du bist sehr gebend. Und vielleicht hast du immer zu viel gegeben, was dich überfordert hat. Ja, und du hast nicht an dich geglaubt. Ja? Das hört jetzt auf. Der Tod sagt, hier ist Ende. Schicht im Schacht. Ne? Hier geht's aufwärts. Weil du folgst deinen Träumen. Die Sterne ist Wunscherfüllung pur. Wenn du deine Wünsche erfüllt haben willst, lässt du viele Sachen hinter dir. Du wirst eine faire Entscheidung treffen, aber du lässt was hinter dir. Und die Sterne sind immer, du bist beschützt, das ist von oben geführt und du darfst jetzt deinen Weg gehen. Du darfst den Weg deiner Wunscherfüllung gehen. Aber geh bitte, geh. Ja? Bleib nicht stehen. Das Ass der Münzen, du hast hier eine ganz große Chance, dir finanzielle Stabilität aufzubauen, was wachsen zu lassen. Das Ass ist immer Neubeginn. Hier beginnt was Neues. Tja, und die gucken wir uns dann genauer an. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Judgment. Judgment ist, Karma ist so, da kann wieder was zurückkommen in dein Leben. Kann sagen, hallo, hier bin ich. Ne? Und Judgment ist aber auch gleichzeitig dein Weckruf.
Tritt aus deiner Wohlfühlzone, dein Weckruf. Und wir gucken uns jetzt mal an, mit was das zu tun hat. Ja? Meine Lieben, schöne Energien. Deine Träume möchten in Erfüllung gehen. Und hier liegt alles vor dir. Tu's. Ja? Wir wollen mal gucken, was ist denn hier mit der Königin der Kelche? Ja, das sind so die Kraft und Zehn der Kelche. Ja, du bist sehr liebevoll und das ist so dieses Liebevolle. Es kann auch, ich gehe mal davon aus, das ist dieses Liebevolle. Du gibst sehr gern und manchmal gibst du zu viel. Ja, manchmal vergisst du, deine Grenzen zu wahren. Und diese Harmonie, dieses emotional erfüllte Leben, das möchte man ja so gern. Und vielleicht hast du das auch gehabt, ja. Und die Kraft, das zu erschaffen, das hast du. Aber ich will mal gucken, was danach kommt. Es kann durchaus sein, du hast das alles gehabt und dann ist das alles mal irgendwo, kann alte Energie sein. Ja? Ich will mal gucken, was der Tod ist. Ich brauche erst mal eine Überschrift. Ja, alles klar. Die ist runtergefallen, das ist aber der Eremit. Ich ziehe euch noch eine. Das war der Eremit, Wissen und Weisheit in Rückzug gehen. Ja, ja, Wissen, Weisheit in Rückzug gehen. Er erkennt was. Dieses emotional erfüllte Leben, dieses, dass ihr was Besonderes seid, dass ihr auch in eurer Arbeit was geben könnt, dass da was ist, dass ihr Kraft habt, dass ihr vorwärts geht, dass ihr Power habt, ne? Irgendwas klemmt ja hier, so. Und wisst ihr, was klemmt? Der Eremit, ihr erkennt selber was. Ihr erkennt, dass viel zu viel innerliche Konflikte in euch waren und dass ihr viel zu viel diskutiert habt mit irgendjemand. Ja, sich viele Menschen eingemischt haben, vielen Dank. Steffen holt mir immer die Karten, die runterfallen, das finde ich aber süß, dankeschön. Dass ihr viel zu viel diskutiert habt, viel zu viel innerliche Konflikte habt, deswegen habt ihr nie an euch geglaubt, so richtig. Ihr habt geglaubt und dann kam wieder was, da habt ihr euch beeinflussen lassen. So, der Eremit zeigt euch warum und wisst ihr warum? Dieses Annehmen fällt zu schwer. Ihr wollt das alles, aber ihr tut zu viel, selber mal was zu empfangen. Das habt ihr verstanden, dass ihr das gar nicht konntet, weil ihr gar nicht so an euch geglaubt hattet. Das werdet ihr aber jetzt, weil der Tod sagt, das ist jetzt beendet, die Chose hier. Ja? Du willst das haben, das ist deine Wunscherfüllung, du willst Harmonie, du willst auch in der Arbeit, willst du, dass du glücklich bist. Ja? Und du hast die Kraft dazu und jetzt verlass diese alten Kladderadatsch-Dinger. Es geht um dich. Und hier, du hast das Zeug dazu. Du denkst, du bist machtlos, Selbstbewusstsein. Und Vier der Kelche ist sowas... Ja, ich weiß nicht, da ist schon mal was zerbrochen in meinem Leben und ich bin auch nicht so zufrieden. Und wenn ich jetzt was Neues annehme, ja, und dann funktioniert das nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie, wie annehmen, annehmen. Ich sag mal so, dir sagt jemand, du machst eine fantastische Arbeit, du bist wundervoll, das ist klasse, ja, ich freue mich, mit ihnen zusammenzuarbeiten, irgendwie sowas. Und du denkst so, echt jetzt? Ich sag mal so, ein Feuerzeichen würde jetzt sagen, Dankeschön, vielen Dank. Und ein Wasserzeichen, echt? Ah ja, danke, danke. Dann überlegst du schon 10-mal, dass du das nächste Mal irgendwas mitnimmst und dich wieder, ne? Das ist jetzt vorbei, ja? Transformation vom Feinsten, ja? Die Sterne, was haben wir denn für eine Wunscherfüllung? Ha! Ja, dann tu's doch. Tritt aus deiner Wohlfühlzone. Du willst das hier vorne haben. Du willst glücklich sein, du willst die Kraft haben, du willst vorwärts gehen, du willst was erschaffen, du willst deinen Träumen folgen. Ist egal in welche Richtung. Ach, der Kelche, jetzt gehst du mal den Weg. Deine Träume sind, dass du diesen Weg gehen möchtest, ja? Und da passiert irgendwas, dass du diesen Weg gehst. Du folgst deinen Träumen, weil der Ritter der Schwerter, das ist nicht mehr der Page, wo du guckst, das ist eine schnelle Nachricht. Hier kommt was rein, wo du, was war das jetzt? Kann in der Arbeit sein, kommt ein schnelles Angebot, musst dich aber auch wirklich entscheiden. Willst du das? Ja, und du willst das. Du gehst jetzt deiner Wunscherfüllung entgegen. Du gehst, ja? Gute Energien. Ast der Münzen, hier kannst du dir was ganz Großes aufbauen. Ja? Du musst da ein bisschen was tun. Also in Schoß fällt es dir nicht. Das macht ja nichts. Oh, das ist, eieiei. Nee, hier ist noch irgendwas. Du kannst dir das noch nicht vorstellen. Du kannst sein, dass deine Energie nochmal ist oder dass du es mit jemandem zu tun hast, der Fischkrebs, Skorpion ist oder Aszendent, Mond, Venus, das irgendwo hat, der eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch ist, ein empathischer Mensch ist.
der auch viele Ideen hat, mit dem du irgendwas aufbauen kannst. Kann jetzt in der Arbeit sein. Aber irgendwo ist dein Selbstbewusstsein noch nicht da. Dein Selbstbewusstsein ist noch nicht da. Warum? Was ist da? Ja? Im König der Stäbe, du hast es mit Zwoen zu tun. Du hast es mit Zwoen zu tun. Kann in der Arbeit sein. Hier wollen viel. Ich glaube mal, du gehst den Weg vorwärts. Du folgst deinen Träumen. Du hast hier jemanden an deiner Seite, der wie du vielleicht ein Wasserzeichen ist, der auch sehr kreativ ist, mit dem du was machst. Dann hast du an deiner Seite ein Feuerzeichen, ein Schütze, ein Widder, ein Löwe. Der hat Wahnsinnsideen, mit dem kannst du dir was Großes aufbauen. Bloß bei dir ist das so, dass dein Selbstwert manchmal noch so, noch nicht so ausgeprägt ist. Du denkst so, ah, die sehen in mir sonst was. Ja, die wollen hier was Großes aufbauen. Kann ich das überhaupt? Das sind so diese innerlichen Konflikte. Du hast hier zwei gestandene Persönlichkeiten. Du hast ja keine Pagen an deiner Seite, du hast hier Könige an deiner Seite. Ja, also da musst du dir nicht die Gedanken machen. Die unterstützen dich. Auch man kann auch mal sagen, also, puh, ja, brauche ich ein bisschen Hilfe. Was ist Judgment? Ist es dein Weckruf? Mal gucken, was Judgment ist. Meine Fische, was habt denn ihr hier alles? Ja! Ja! Das ist ja immer so, wenn ich dann sage, ja! Das ist mal dein kurzer Weckruf. Das ist dein kurzer Weckruf. Kann auch sein, dass hier irgendjemand aus deiner Vergangenheit nochmal Hallo sagt. Das will ich nicht ausschließen. Ne? Aber Liebe, machen wir dann. Was ich hier habe, ist der Teufel. Ja, natürlich. Eine Königin der Kelche kann ganz locker, gerade ein Fisch, kann sich ganz locker in Abhängigkeiten begeben. In ungesunde Kreisläufe immer viel tun, ja. Und immer so diesen ungesunden Kreisläufen, ja. Das liegt aber daran, weil du lange nicht annehmen konntest oder weil du immer dachtest, du musst dafür was tun, ja. Kann schon ewig her sein, das können alte Glaubenssätze sein, die du mitverfolgt hast, so. Jetzt ist aber so, der Teufel ist auch so eine Energie, wo ich dir sage, das ist dein Weckruf. Für mich ist das dein Weckruf, ja, dass du sagst, ja, okay, alles klar, das passiert mir nicht mehr. Du hast eine Vision und diese Visionen, die brauchen einen Plan. Gehe ich rechts, gehe ich links, ja. Schön ist, entweder hast du es mit jemandem zu tun, es kann auch eine Arbeitskollegin sein oder das sind deine Energien. Königin der Schwerter, die macht klare Entscheidungen. Die sagt, hier geht's lang und so läuft das. Die ist hochintelligent übrigens, hochintelligent. Waage, Wassermann, Zwilling, ja. Und die unterstützt dich auf deinem Weg mit. Das ist sowas, als ob du nochmal eine Unterstützung zusätzlich kriegst. Kann auch ein König sein, will ich nicht ausschließen, ja. Die Neugierde ist doch da bei dir. Die Neugierde ist da, Page der Stäbe. Natürlich ist da eine Neugierde da, ja. So, und hier kommt auch, aber du musst gehen den Weg. Du musst gehen, du bist ja schon auf dem Weg, ja. Und dann kommt der Ritter der Münzen. Und der Ritter der Münzen, das ist sowas, wo ich dir sage, hier wird was Handfestes schon gemacht. Es wird sich langsam aufbauen, aber hier wird was Handfestes schon ausgearbeitet. Hier werden die Visionen, die Pläne, die man hat, da ist schon dann was Konkretes auf dem Tisch. Hier entsteht was draus. Hier entsteht was sehr Stabiles draus. Tja, was soll ich dazu sagen? Ihr werdet zur Herrscherin. Ihr lasst was Neues entstehen. Ihr glaubt an euch, ihr habt euren Selbstwert, ihr geht vorwärts, ihr bringt was auf die Welt, so nenne ich das mal, der eine in der Form, das 9 Monate vielleicht irgendwo dann später mal irgendwo dann ein bisschen Babygeschrei ist und der andere in beruflicher Hinsicht, der eine oder andere könnte sich selbstständig machen, der eine oder andere könnte eine höhere Position bekommen, weil ihr merkt, dass andere Menschen in euch was Großes sehen und euer Selbstwert wird hervorgehoben. Das, was noch so ein bisschen geknackst hat. Manchmal ist das auch so, die Vergangenheit. Es kann auch durchaus sein, dass ihr immer eingeblendet, das schaffst du doch nicht, schaffst du doch nicht. Also Gottes Willen. Also denkt man nicht so weit. So was kann das sein. Und dass ihr sagt, jetzt ist Schluss. Ich weiß, was ich kann. Ich vertraue mir. Ich bin wunderbar. Und mein Selbstwert wird richtig gepusht. Und hier sind Menschen, die euch so sehen und die euren Selbstwert hochheben. Ja? Und Judgment ist ganz einfach so, das ist ein Weckruf. Tu es. Das ist ein Weckruf. Ja? Ich kann mir auch vorstellen, dass eure alten Kindheitsträume nochmal aufgefrischt werden und dass hier jemand kommt und mit euch diese Kindheitsträume, die ihr schon immer hattet, erfüllen wollt. Und das ist auch eine schöne Energie. Ja?
Also ihr geht hier vorwärts, hier wird was Großes aus euch. Die Herrscherin ist so, das ist nicht Pillepalle, das ist was Großes. Ja? Schöne Energien, meine lieben Fische, in der Liebe. Ja, ihr wolltet immer ein emotional erfülltes Leben haben, Haus, Hof, Kind, alles sowas, ja. Das seid ihr auch, ihr seid auch sehr liebevoll. Und ihr habt auch richtig Kraft und Anstrengung da rein gehabt. Das schaffe ich und das schaffe ich. Irgendwie haben so viele reingequatscht, ihr konntet nicht annehmen, ihr seid öfters, da waren vielleicht viel Rückzüge, da war viel hin und her, irgendwas hat nicht funktioniert, vielleicht viel Diskussionen, Streit da rein, will ich nicht ausschließen, ne? Und dann ist das mal zu Ende gegangen. Es kann schon ewig her sein, ja? Aber es hat ein bisschen genagt an euch, ne? Dass ihr sagt, ja, ich brauche ja nicht mehr annehmen, ja? Wenn das wieder im Bach runtergeht, das bleibt sowas, ne? So, aber irgendwas triggert euch. Du willst aus der Wohlfühlzone treten. Hier passiert was, dass ihr ein Angebot kriegt. Der Ritter der, also hier, der Ritter der Schwerter, ihr kriegt ein Angebot, ja? Und, oder ihr kriegt eine Nachricht von jemand, ja? Vielleicht kennt ihr die Person noch, vielleicht ist es eure Vergangenheit, will ich nicht ausschließen. Und ihr merkt, ihr seid emotional nicht erfüllt und ihr wollt eigentlich zu eurer Wunscherfüllung. Und hier kommt so schnell was, wo ihr gar nicht wisst, ist es das oder ist es das nicht, ja? Ja, und das sind aber zwei Menschen, die mit euch gerne da was aufbauen wollen, was Stabiles. Und das sind auch Nachrichtenkarten, das ist sowas. Aber ihr nagt noch irgendwo Selbstbewusstsein, wo ihr denkt, wie jetzt? Erst ist gar nicht so richtig und jetzt kommt zwei. Ja, und der eine, der kann eben sehr romantisch sein, will ich nicht ausschließen, ja. Wirkt manchmal ein bisschen kühl, König der Kelche wirkt manchmal ein bisschen kühl. Ist aber der Romantiker, der kann euch bekochen, der kann alles, ja. Der zeigt das auf eine andere Art und dann habt ihr hier Prinz Charming vor euch, ja. Der euch dann vielleicht Komplimente mal, wo er denkt, ich? Weil das Selbstbewusstsein noch ein bisschen knackt, ja. Es wird sich aber ändern. Das ist euer Weckruf. Hallo, ihr seid was Besonderes. Und dieses Besondere, die alten Verstrickungen gehen raus, ihr habt neue Visionen, Pläne, ja, und ihr werdet klar strukturiert wissen, wohin es geht, weil ihr seid auch neugierig und ihr werdet auch klar sagen, was ihr wollt, ihr habt den Mut jetzt dazu. Ja, und hier wird es eine Verbindlichkeit geben, Ritter der Münzen, das ist sowas, wo ich sage, das sind schon Verbindlichkeiten, die da auf euch zukommen, da wächst was, da entsteht was, was Stabiles, ne? Wo man schon über konkrete Pläne redet, ja. Und hier, ich sag mal so, diese Liebesverbindung, egal wen ihr von beiden wählt, holt euren Wert hervor. Holt dermaßen euren Wert hervor. Ihr merkt erstmal, wie toll ihr seid, dass ihr was Besonderes seid und dass ihr seid in eurem Selbstwert. Ja? Und das passiert jetzt alles in nächster Zeit und das ist nicht mehr lang, ja? Und ihr werdet aus der Wohlfühlzone treten. Und es könnte sein, ihr zieht um. Das will ich nicht ausschließen. Kann jemand aus der Vergangenheit sein? Und jemand Neues oder zwei Neue? Ich lasse es mal offen. Sternzeichenmäßig habe ich Löwe, Jungfrau, Wassermann, Stier, Steinbock. Und dann habe ich Schütze, Witter, Löwe, Waage, Wassermann, Zwilling, ihr kennt mich ja schon, ne? Fisch, Krebs, Skorpion. Wen habe ich vergessen? Stier, Steinbock, Jungfrau. Also es können alle sein, ja? Und mit wem ihr diesen Weg geht, das werdet ihr merken. Aber hier kommt was Schönes. Und ihr lasst euch wieder ein. Und vor allen Dingen, ihr wisst, was in euch steckt. Ihr vertraut euch wieder. Und ihr traut, vorwärts zu gehen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Energie. Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Wow, meine Fischis, hier geht's ja vorwärts, ne? Hier geht's vorwärts. Ja, das ist, fällt manchmal schwer, ne? Entscheide, ja, wenn ihr hier mit zwei Sachen zu tun habt, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Ihr entscheidet euch. Wisst ihr warum? Wahre Liebe. Das ist die Liebe deines Lebens. Das wirst du merken. Verlobung, dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Na ja, dann alle Achtung, viel Spaß. Ja, es wird's erleben. Und wahre Liebe, das ist sowas, das kannst du dir gar nicht erklären, aber du spürst das. Das tut dir einfach gut. Ja? Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Eieieiei, meine lieben Fische. Was sagen die kleinen Herzorakel zu euch? Was sagen die kleinen Herzorakel? Na ja.
Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Vielleicht lernst du jemanden kennen oder es gibt schon jemanden, keine Ahnung, aber du spürst, dass da dass es anders ist, dass es intensiver ist, ja? Dass es was Besonderes ist. Die Unterkarte ist Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an, auch in dir selber. Ja? Und dann kommt Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ja, das gibt es hier wirklich. Hier ist alles drin, hier ist alles drin, hier wirst du was Großes erschaffen, trau dich. Und in der Liebe, nimm wieder an, nimm an, nimm einfach an. Hier ist was für dich, was direkt für dich passt. Und wahre Liebe kriegst du jeden Tag, ne? Also ich sag mal so, kannst du jetzt nicht sagen, ne? Das nehme ich nicht. Ne? Das kann jemand aus deiner Vergangenheit sein, will ich nicht ausschließen. So, und zum Abschluss habe ich ja immer ein anderes Deck und ich habe mich aber für das Krafttier-Orakel entschieden. Aus dem einfachen Grund, in diesen turbulenten Zeiten brauchen wir gutes Krafttier an unserer Seite. Ja? Ein gutes Krafttier. Oh Gott, hat das mit dem Widder zu tun? Widder, Neuanfang, ja, das sehe ich schon hier. Wohlfühlzone wird verlassen. Neuanfang, sprunghafte Veränderung, Frühlingserwachen. Das, ja, und so in der Art musst du dir das vorstellen. Das ist so Wohlfühlzone, ja. Auf einmal springst du raus und du glaubst an dich und Frühlingserwachen, die Sonne. Du wirst den Sprung ins Ungewisse wagen, Sprung ins Ungewisse, weil du keine Angst hast. Du hast jemanden auch an deiner Seite, wo du dich verlassen kannst und du verlässt dich diesmal. Hindernisse überwinden, Durchsetzungsvermögen, Tatkraft. Hier ist alles vertreten, weißt du? Hier ist alles vertreten, was du brauchst. Und das ist eine schöne Energie. Meine lieben Fische, einen schönen Monat, einen wundervollen März. Ja? Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bin gespannt, ich bin echt gespannt. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao!